Mein Name ist Martin Ravanus. Ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag und vertrete den schönen Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg in Berlin. Besonders am Herzen liegt mir, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Wir nehmen seit einigen Jahren wahr, dass es in der Gesellschaft polarisierter wird, dass der Ton rauer wird. Das finde ich besorgniserregend und ich glaube, dass wir viel dazu tun müssen, dass wir die Fliehkräfte, die die Gesellschaft auseinanderreißen wollen, möglichst abschwächen. Das geht ganz stark über Bildung, über die Chance, auch beruflich dabei zu sein, aufzusteigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es aber auch dadurch, dass man kulturelle Teilhabe stärkt, dass wir voneinander erfahren, was uns betrifft, auch unterschiedliche Kulturen sich miteinander verständigen. Und dazu möchte ich gerne was beitragen, damit die Gesellschaft zusammenhält und nicht auseinanderfliegt. Also ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist ja ungefähr die Hälfte seiner Zeit im Wahlkreis. Und da haben wir unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Natürlich haben wir unsere Wahlkreisbüros dort. Wir sind Ansprechpartner für die Menschen, aber natürlich auch draußen unterwegs, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, besuchen Institutionen, Einrichtungen, halten den Kontakt zur regionalen Wirtschaft, zu Schulen, Bildungseinrichtungen, aber natürlich auch zu der Kommunalpolitik, zu unseren Bürgermeistern. Dadurch, dass ich Sprecher meiner Fraktion für Kultur und Medien bin und auch noch im Bildungsausschuss engagiert bin, habe ich ziemlich viele und ziemlich breit gefächerte Themen, sodass ich auch ziemlich häufig im Deutschen Bundestag auch selber sprechen kann. Das macht mir sehr viel Freude und das ist auch tatsächlich immer was Besonderes in diesen Debatten, die ja auch breit in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, einfach die Position der eigenen Fraktion oder der Koalition mitzuvertreten. Ich empfehle jedem, dieses Mandat mit ein bisschen Demut und nicht mit Übermut auszuüben. Und das ist besonders deutlich, wenn man im Zentrum des Deutschen Bundestages am Redepult steht, in dieser doch einmaligen Kulisse der deutschen Demokratie. Es macht mich jedenfalls auf der einen Seite demütig, auf der anderen Seite schon stolz, auch da sprechen zu dürfen.